Moin moin meine lieben Supersuchtis, ich bin's der Mr. Deutscher und bei mir ist der liebe Zierngiebel. Hallo. Wir haben ein kleines Problem und zwar betrifft es Tomb Raider. Singleplayer ist dieses Spiel einsam spitze, doch was erschreckend ist, der Multiplayer. Ich und Zierngiebel haben ausgiebig den Multiplayer gespielt. Und, naja, wie sollen wir das sagen? Er ist einfach scheiße! Jetzt werden wir erstmal so beginnen. Der Zierngiebel erzählt euch seine Sichtweise, wie er das empfunden hat. Und danach werde ich euch mal erklären, warum es so scheiße ist. Ja, ich habe ja schon vor Mist Dodger gespielt, den Multiplayer, 3 Minuten. Und da war es sogar nicht schlecht. Da waren wir in so einem Raum, in einem eingedunkelten Zimmer, wo man dann schießen konnte. Das war nicht schlecht. Aber es gab Camper und so weiter, ja. Da gab es noch keinen Bogenidioten und man konnte halt normal mit Waffen pum pum, also schießen, und war normal. Hab verloren, aber war normal. Und dann das Wunderbare mit Mr. Deutscher, das gibt's doch nicht, hey. Dann waren da Idioten im Gegnerteam mit einem Bogen, die hatten alle einen Fuckbogen, die hatten Maschinengewehre, Pumpgun und so ein Scheiß, aber die hatten einen Bogen, sind also im Vorteil, ist ja logisch, ja, weil ein Bogen ist ja auch viel besser als so ein dummes kleines Maschinengewehrchen, das 60 Schuss in einer Sekunde schießt und so ein Bogen schafft einen in 10 Sekunden, meine Fresse. Und dann campen da alle blöden Wichser hinter einem Felsen, wir sehen die nicht, die sehen uns, wir können nicht weiter nach vorne, wir können nirgendwo hin, nix geht, und die schießen uns ab, wie die fliegen, das ist scheiße. Und so ist es gibt 3 Runden und die sind alle scheiße. Alle sind scheiße, das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn das für ein dummes Spiel? Dann hat es ein Level 30 Idiot einen Bogen mit Hightech-Umrandung und Aluminiumblech und Scheiße und einen Auspuff hinten dran noch, und dann hat er uns vorweggehauen, ey, weil das ist scheiße, das Spiel Multiplayer. Das macht gar keinen Spaß, das Kackspiel, ey. Ist auch so. Bevor ich den Multiplayer gespielt, also beziehungsweise ich wusste überhaupt nicht, dass ein Multiplayer existiert, bis Fluppy mich darauf hingewiesen hat, dass dieser Multiplayer existiert, und somit dachte ich mir, mit dem lieben Zierngiebel werde ich wohl ein paar Runden Spaß haben. Denn der Eindruck von dem Spiel generell im Singleplayer war ja hervorragend, und somit dachte ich, der Multiplayer mit dieser Grafik und diese Rumspring-Action kann ja nur geil werden. Aber nein, der Schein trügt. Ihr wählt auch einen Charakter aus, und ich hatte dann so einen fetten mit einem roten T-Shirt, der auch in der Story vorhanden ist. Und was ist? Natürlich können die alle rumspringen, aber in den Levels, die wir gespielt haben, beziehungsweise ein Level, das wir gespielt haben, denn wir haben nur 18 Minuten oder so gespielt, mehr wollten wir auch nicht, danach haben wir Rage gequittet, weil das Spiel einfach nur richtig Rotze ist, ja? Ernsthaft, du kommst um die Ecke, wie Zierngiebel schon sagte, die haben einen Bogen, wir haben Pumpguns, wir hatten Granatwerfer, alles, wir hatten Gummidildos, aber nein, sie waren im Vorteil, weil dieser Typ hatte keinen Standardbogen, ja? Er hatte so einen Hightech-Crisis-Fick-Deine-Mutter-Bogen, weißt du? Damit ist er um die Ecke gekommen, ich habe nur kurz um die Ecke geschielt, er hat schon mein Auge getroffen, ja? Das heißt, er konnte vorhersehen, wann ich um die Ecke gucke, und hat schon so geschossen, dass der Fall auf mich trifft, in dem Moment, wenn ich um die Ecke gucke. Jetzt habe ich schon zu oft um die Ecke gucken gesagt. Und Fakt ist einfach, es macht so überhaupt keinen Spaß. Singleplayer haben die sich wirklich Mühe gegeben, das lässt sich nicht bestreiten. Aber der Multiplayer ist einfach nur dahingeschissene Rotze, die überhaupt keinen Spaß macht, meine lieben Leute. Ja, und deswegen unser Fazit, Tomb Raider Singleplayer definitiv zu empfehlen, und die Story macht wirklich Spaß, aber Multiplayer technisch kannst du es wirklich in die Tonne kloppen und irgendein Penner da reinwichsen lassen, und dann wird irgendein Baby geboren, das wir dann Kevin nennen oder so. Ja, also der Singleplayer, der ist bomba. Ich hab ihn angespielt, das ist echt Wahnsinn und immer Action und so ein Scheiß. Ja, aber im Multiplayer, das kannst du ja, da kannst du einen quälen damit, wenn es den spielen lassen musste, also. Ja, genau, irgendwie so, ich stelle mir schon Terroristen vor, so, ha, sie erzählen nicht, was die USA vorhat, und dann spielen sie jetzt Tomb Raider Multiplayer. Nein! Ja, genau, das wäre cool, ja. Ernsthaft? Mhm. Es ist nicht zu empfehlen, diese Rotze. Nee, echt nicht. Das ist einfach nicht schön. Das hätten sie voll sparen können, hey. Warum Multiplayer reinschmeißen in ein super geiles Singleplayer-Spiel? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also für mich, der Singleplayer reicht definitiv, und Multiplayer muss man nicht gespielt haben. Ich frage mich, wie manche Menschen überhaupt Level 30 oder so dort sein können. Ich
halte keine 10 Minuten da drin aus. Das ist echt eine Zumutung, sowas zu machen. Das macht keinen Spaß und das ist scheiße. Naja, sagen wir es mal so, das ist unsere Meinung von dem Multiplayer-Modus in Tomb Raider. Und ich bin Mr. Deutscher und das ist euer... Zehngebel? Naja, wir wünschen euch demnach noch viel Spaß mit der Tomb Raider Singleplayer-Mission Multiplayer-Srotze und wir sagen Tschüss. Tschüss.